Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineer Staffel 2. Bei mir, ach, wenn ich mal aus der Tür rauskommen würden, können, wollen, haben, tun, ist wie immer Smoker. Seppus. Und ein Tuffy. Oh, hallo. Moa, hallo, das klingt wie, hallo. Hallo. Ja, das klang jetzt wieder, hallo. Ja. Oh. Bin da hier nicht. Nee, ich kann die Dinger hier echt nicht mehr dran bauen. Ich hab. Nee. So. Ich bin am Überlegen, ob ich an das schwarze Ding auch nochmal die anderen, die Small Thruster dran mache. Was denkst du? Warum nicht? Wenn's nochmal alle kleinen Schiffe überarbeiten damit? Nee, die großen. Ja, ich hätte auch gedacht, die kleinen. So, da muss dort. Oh, das ist. Wie sagt man das so schön? Bau auf und reise. Scheiße. Reise nie, da hast du Arbeit immer wieder. Bau auf und reise scheiße, was? Egal. Nee, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Wird mein verdammtes Inventar jedes Mal so zugemüllt, ohne Witz. Das ist doch hier wie in Minecraft, man hat irgendwie immer ein Messi-Inventar. Meine Kraft, deine Kraft, unsere Kraft. Hä? Guck mal, das ist ein neues Schiff. Ein Wraith-Cruiser. Stimmt? Wollte ich nur mal anmerken. Cool. Und das in die Richtung. Wollen wir uns den mal angucken? Oh, freilich. Mit welchem Schiff wollen wir hinfliegen? Ich flieg so hin. Wäre eigentlich mal die Idee. Bist du schneller unterwegs? Auf zum Atem! Was? Heißt das nicht auf zum Atom? Nein, kennst du die Simpsons-Folge nicht? Auf zum Atem. Ah ja, stimmt. Mit dem Radioactive Man. Hast du den Speedmod wieder drauf? Nein. Weil warum fliege ich nicht zu 111 Meter die Sekunde statt plus 104? 104 fliegen die Schiffe. Jo. Ach so, gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hatte vor kurzem mal den Speedmod nochmal getestet. Ne? Mir ist das ganze Schiff dadurch auseinandergeflogen. Okay. Auf zum Atem. Ich hab so das ganz blöde Gefühl, dass es gleich Bung Bung Bef Bef macht. Und ich komplett im Eimer bin. Das ist eins halt von den Mod, den ich schon mit drin habe. Wo ab und zu dann halt sowas spawnt. Sauerstoff ist knapp. Toll! Und ich habe keine Sauerstoffflasche einstecken. Zwei Flaschen im Inventar. Wie viel Sauerstoff habe ich noch? 24%. Ach, reicht, Digga. Das muss. Und wenn die Augen rausquellen. Flup. Ich seh ihn schon. Mhm. Bin mal gespannt, wie er aussieht. Lila. Ja, von Weitem so ein bisschen, ne? So weiß-lila. Der ist auch weiß-lila. Ich bin ja gerade da. Ich habe noch einen Kilometer vor mir. Ja, aber der Flaggschiff ist dann auch ein... von denen. Wie, Flaggschiff ist von denen, hä? Ja, wenn es lila ist. Bin da. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Was hat ein Hangar? Es hat null Gravity. Keine Waffen drauf? Ne, bis jetzt nie. Wundert mich ein bisschen. Mich auch. Okay. Hier lang. Wo, bremsen.
Hier sind sogar Sauerstofftanks. Okay, cool. Ey, ich hab ein Cockpit gefunden. GG. Ich bremse das Ding gleich mal. Das wäre awesome. Schaffe. Das ist doch meine Farbe. Zugriff war gerade stimmt, ja. Oh, schön. Was ist das? Ein LCD-Monitor. Ach, dort bist du. Ich hör dich. Alter, das sieht so richtig geil aus. Das Cargo-Container ist leer. Aber ich hab gesehen, dass du hier flext und schmeißt durch die Lichter. Doch, Gravity ist da. Hm? Hast du mal zufällig eine Sauerstoffflasche für mich? Oh. Auch das wäre absolut Premium, weil ja, ich... Du kriegst deine wieder, die du mir gegeben hast. Ja, so. Oxygen System only add ice into the cargo container. Bringt aber glaube ich noch gar nichts. Mit der Atmosphäre hier, ne? Das Ding ist doch komplett offen. Ja, ne? Nee, warte mal, nie komplett offen. Das ist ja bloß hinten bei dem Hangar offen. Oh, ich komme. Da steht aber noch eine Tür. Kann man hier? Ey, ich hab so eine Zelle gefunden. Echt? Ne? Tuffi! Hier fällt's aber runter. Zum zweiten Mal, dass ich dich hier sehe. Ja! Ja, das ist ja gut, das sieht mal schön aus. Bisschen klein gehalten. So. Na komm rein. Eine Gefängniszelle hier. Cool. Wo ist eine Gefängniszelle? Na gut. Ich muss sowieso nicht erklären, wo die ist. So, die Tür ist zu. Hey, wir haben Luft. Jetzt. Ich hab einen Helm ab. Oh, Helm abnehmen. Ist auf jeden Fall Eis drin. Na, bestimmt auch nicht viel, oder? Nee, nicht viel. Dort ist Eis drin? Ja, in dem Container. Stimmt. Aber in der 5, also in dem. Oh, oh. Ich hab grad dem Schaden. Wieso nehme ich einen Schaden? Helm auf was. Weg. Okay. Was soll ich denn mit dem Container aufgeschweißt? Warte mal, wir machen es ganz anders so. Aufgeflext. Aufgeschweißt. Oxygen-Tank, na bitte, ist doch einer. Wo geht's jetzt hier hin? Also ich stehe direkt vor so einem Lüfter, mir ist es egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Tür ist, von der wir gekommen sind. Ich hoffe nicht. Doch. Ist aber auch blöd, dass da nur eine Tür ist. Aber Platz hast du hier, wa? Ja. Oh ja. Das hier, ach hier geht's wieder runter. Deine Mauern sind beleuchtet, ist immer Creme. Dann machen Stock und Luster hier drin. Ja, sind die. Das sind doch die Vanilla-Wände. No. Nee, das sind Vanilla. Ach, das ist so eine Zelle, cool. Ja, eine Panzerung. Bist du jetzt auch dort? Hm. Ah, raus hier, sonst sperren sie mich noch ein. Ich suche bloß gerade das Cockpit. Ach, hier war ich schon mal. Ich suche auch das Cockpit. Ich weiß nicht, ob ich nehme an, dass das oben ist, weiter. Das Cockpit. Ja. Ja, toll, schön. Du hast es? Wo ist es? Du bist doch in der Richtung gerannt. Du hast doch den Sitz abgeschweißt, oder? Mhm. Nee, abgeflext. So, wo bist du denn? Von hier lang. Ach, hier geht's auch noch hoch. Oh, sieht trotzdem Ach, ganz dort? Cool aus, obwohl es so klein gehalten ist. Ich setze mich mal in den zweiten Cockpitstuhl.
Zack. Zugriff verweigert. Was? Du musst erst abflexen. Wo denn? Nein, bist du im Rot oder bist du im Blauen? Ab, ne? Oder wie war das? Ja, weil ich es nur so kenne, dass man Zeug abschweißen oder nicht abflext. Boom. So. Scotty, Energie. Ja. Ich sitze nicht, oder? Wir gehen tot. Was stimmt da? Ja, weil der Tüfi nicht sitzt. Weil wir nicht sitzen, dann fliegt man tot. Moment. Du sitzt die Wände. Ich sitze. Gibt's da noch eins? Was? Cockpit? Hab ich doch gerade gesagt, ich schmeiß mal den zweiten an. Flex den zweiten an. Naja, dann hätten wir schon mal zwei. Wir bräuchten aber drei. Muss ich finden, wo das ist hier. Mein Inventar ist voll mit Triebwerkskomponenten. Kann ja auch rausgehen. Brauchen Sie einen Sitz? Hm? Brauchen Sie einen Sitz? Was das hier sitzt, brauche ich nicht viel. Ach, das sind die kleinen Dinger. Was? Oh. Das sind die kleinen. Diese Truppentransporter. Ich hab den gebaut. Nur noch zu dir finden. Dann hier im Kreis irgendwie. Kann ich schon mehr fliegen? Nee, jetzt hab ich die Macht über dieses Schiff. Oh, scheiße. Oh. Ja, das muss ich nur noch zu euch finden. Wo seid ihr denn hier? Vorne. Vorne, wo ist vorne hier? Ja, jetzt rennst du nach hinten. Nur mal da. Wird Tofi es noch in dieser Folge schaffen oder nicht? Jetzt rennst du nach vorne. Ja, bin ja gerade dabei. Und jetzt rennst du noch weiter nach vorne. Dein Name ist gleich bei Smokers Namen. Jetzt ist Smokers Name weg. Oh, hier. Hier ist es. Okay. Alle da? Ich sitz auch. Jetzt sitzt Tüffi auch. Ich sitz auch. Meine Farbe. Sehr träge. Ne? Oh Gott, ist das jetzt wirklich wahr? Das ist ja. Was? Ja, also ein Triebwerk hinten ist beschädigt. Ein großes sogar. Ob wir es in dieser Folge noch nach Hause schaffen? Schwierig. Das ist, passt zu dem Flaggschiff, ne? Oh, das ist alles dicke, fette Panzerung. Oh, sieht ganz cool aus. Ja, finde ich auch. Oder Nico, was meinst du zu dem Schiff? Naja, lila? Ja, sind ja die Rays. Ja, ich weiß. Eine Mischung aus Antika und Erratuskäfer. Genau. Ich guck zu auf die Serie, ey, ist belastend. Boah, ey, selbst der Deckenventilator bringt nicht mehr bei der Hitze. 12 Antennen sind ja alleine dran. Wozu braucht man eigentlich so viel? Raustelefonieren. Wozu braucht man eigentlich so viele Antennen? Ja, das ist von der Optik her. Genau. Ach so. Da ist ja nur eine an. Das ist noch der Beacon, der hinten drin hängt. Was? Der Schinken? Den. Naja, Bacon heißt Schinken. Ja, Schinken hinten. Ja, hinten. Wir sind erst bei 51 Kilometer pro Sekunde. Das braucht wirklich ewig. Ja, ich glaube nicht, dass wir das noch in dieser Folge heimschaffen. Nee. Nein. Sollen wir vielleicht schieben von hinten? Ich glaube, das ist immer schneller. Ja, ist schon Mist, wenn ein großes Triebwerk im Eimer ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon so viel ausmacht. So, dann sehe ich wieder einen Teltag. Was? Tatsache. 16 Kilometer von uns sind verrannt. Einen Teltag haben wir doch gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Wo ist denn das dahin? Ach, das hast du ja aus dem gelöscht. Und ist auch so eine große Luke, ne? Oder ist das die, wo wir reingekommen sind? Das ist die, wo wir reingekommen sind. Ja, ich bin ja von der Seite reingekommen. Genau, ah ja.
Ja, und wir sind am Folgenende. Na komm, die 4 Kilometer machen wir noch, oder? Na gut. Brauchen wir nicht so sein. Ich hab hier 8 FPS, es wird immer schlimmer. Das Schiff ruckelt aber auch ganz schön beim Fliegen. Bei mir nicht. Das, nee, das ruckelt komischerweise bei mir auch nicht. Also bei mir ruckelt das so übelst nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Dann leckt's. Die Lampen, mach mal die Lampen aus da drin. 3, 6 Scheinwerfer an. So, da sind wir erstens zu Hause und wie Smoker schon frech und gemein gesagt hat, am Folgenende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns ja einen Daumen, Abo oder einen oder einen Kommentar da lassen. Wir würden uns tierisch darüber freuen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch weiterempfehlen. Wir würden uns darüber auch noch tierisch freuen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Dann tschüss. Tschüss. Tschüss, Daumen hoch.